Wir sind im Klostergarten in Kevelaer. Der Klostergarten ist ein Wohnprojekt. Wir haben insgesamt 118 Wohnungen hier im Quartier. Zu ungefähr 80% leben Senioren hier im Quartier. Ich bin die Quartiersmanagerin. Das heißt, meine Aufgabe ist es, dass es den Mietern hier im Quartier gut geht, dass sie noch mal ein Stück mehr an Freizeitaktivitäten, Angeboten, aber auch Hilfe im Alltag erhalten, als das in einem ganz normalen Wohnprojekt ist. Und da hilft mir zu weiten Teilen jetzt die Nübi-App bei. Ja, ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache. Also es ist für alle möglichen Sachen da. Da kann wirklich jemand, der mal etwas umgesetzt haben will im Haus oder hat auch Sorgen vielleicht und möchte mal ein bisschen Unterhaltung haben. Es ist praktisch für uns hier in dem alten Zentrum alles möglich. Die Mieter kommen zu mir und äußern ihre Anliegen. Das heißt, sie haben irgendwelche schweren Dinge zu tragen oder es muss irgendwas abgeholt werden oder sie haben Probleme mit ihren technischen Geräten, all solche Dinge. Und dann melden sie sich und fragen nach, ob ich nicht jemanden habe, der helfen kann. Und diese Anfrage stelle ich dann in die Nübi-App. Die Ehrenamtlichen können dann für sich entscheiden, ja, das fände ich gut, das kann ich gut machen und ich hätte Zeit und melden sich dann und über so einen kleinen Chatverlauf klären wir dann die Dinge, wer was wo. Ja, und dann kann ich die Hilfe vermitteln. Erst musste ich ein Formular ausfüllen zum Datenschutz und auch polizeiliches Führungszeugnis musste vorgelegt werden. Das finde ich aber total sinnvoll, weil die Bewohner hier natürlich auch gerne wissen möchten, mit wem sie es zu tun haben. Und man muss ja auch ein bisschen Sicherheit haben in der Sache. Ja, und so sind dann Anfragen gekommen, einen Laptop einzurichten oder Daten auf den Stick zu ziehen oder auch bei einer Fotoausstellung zu helfen. Und es sind also sehr verschiedene Sachen. Und für den anderen ist es vielleicht okay, mit jemandem einkaufen zu gehen, zum Arzt zu gehen und einfach mal Zeit mit jemandem zu verbringen. Also bei den Ehrenamtlichen ist es so, dass es schon andere sind als die Ehrenamtlichen, die wir vorher hatten, die zum Beispiel einmal in der Woche ein Nachbarschaftscafé begleiten. Es sind deutlich jüngere Menschen, die sich engagieren über die Nübi-App, die halt ganz klar sagen, ich habe einen ausgefüllten Alltag, aber auch ich möchte ehrenamtlich tätig sein und über die Nübi-App haben sie die Möglichkeit. Weil sie halt ganz spontan sagen können, ja, Samstagnachmittag hätte ich noch eine Stunde Zeit.